Nico, Jonas, Sebastian, Lilo, Tita, Mareike, Anna und Katharina mit Poplar. Herzlich willkommen. Hallo. Genau, wir reihen uns da ganz schön ein. Wir heißen Poplar, wie schon gesagt. Und wir wollten aber auch irgendwie das Thema dieses Jugendhacks Grenzen im Kopf mit einbauen. Und deswegen haben wir jetzt, sagen wir mal, wie Tinder nur halt ganz anders. Denn bei Tinder geht es ja darum, dass man irgendwie eine Person auf einem Bild sieht und dann sagt man, oh ja, die sieht ja ganz gut aus. Oder halt eben, nee, doch nicht. Und das ist halt ziemlich vorurteilsbelastet. Also sagen wir mal so, oh, die Nase gefällt mir nicht, den will ich nicht. Und irgendwie, das wollten wir halt nicht. Und deswegen, dass es nicht irgendwie auf Bildern basiert, sondern dass man irgendwie auf einem Charakter das basiert, wen man kennenlernen will. Und das ist nicht unbedingt dann Dating, sondern auch insgesamt neue Leute kennenlernen. Und deswegen wird am sollen das durch interessante Fragen, die irgendwie witzig, aber auch was aussagen, definiert werden eigentlich. Ja, genauer gesagt ist es so, dass man als User 5 Fragen am Anfang beantwortet und diese werden dann an einen anderen User geschickt und dieser liest die dann durch und entscheidet halt, ob er dich sympathisch findet aufgrund deiner Antworten und kann dann halt überlegen, ob er mit dir weiter in Kontakt bleiben möchte oder nicht. Das Wichtigste dabei ist, wie schon gesagt, dass es halt keine Bilder gibt, aber auch solche Sachen wie Geschlecht, Alter oder Name werden nicht angezeigt. Genau, jetzt ist es nun natürlich ganz schön, so eine super tolle Idee zu haben, aber weil wir hier bei Jugendhack sind und es natürlich auch immer um Cyber geht, wollten wir das Ganze auch umsetzen und das Ganze haben wir mit einer sehr schönen Website gemacht. Im Hintergrund arbeitet bei dieser Website, die man da jetzt auch schon sehen kann, ein PHP-Server, der die ganzen Anfragen bearbeitet und Benutzerdaten und Ähnliches in einer Datenbank abspeichert. Und das Ganze wird jetzt Sebastian einmal vorführen. Wir haben hier jetzt erstmal diese schöne Internetseite. Sie basiert erstmal auf PHP, SQL und anderen Code. Wir wollen uns natürlich erstmal registrieren. Gehen wir auf Registrieren. Wir registrieren hier jetzt erstmal das Kaline, das schöne Maskottchen vom Jugendhakt. Ja, schon hier eingetragen, weil mehrmals getestet. Schönes Passwort. 4 Zeichen. Das Passwort wird natürlich in der Datenbank verschlüsselt, damit es eben sicher ist. Können wir hier dann sehen. Ja, können wir hier sehen, das Kaline und das verschlüsselte Passwort. Dann müssen wir uns eben dann einloggen. Und muss man hier nochmal klicken, Weiterleitung müssen noch gemacht werden. Und hier sind dann die ersten 5 Fragen. Magst du Bratwurst? Kaline kann aber nur Bäh antworten, weil Alpaka. Und dann abschicken. Natürlich kann man hier jetzt noch weitere Fragen antworten, aber wir wollen natürlich erstmal zum Matchmaking. Hier wird dann eben die derzeitige User-Anzahl angezeigt und dann bei Antworten und Fragen muss man jeweils Ja und Nein klicken. Weiter können wir noch nicht, weil wir noch keinen Chat haben. Ja, und natürlich, da müssen wir jetzt noch am Design halt was weitermachen, aber ja, vom Prinzip her ist halt der Inhalt erstmal jetzt wichtig gewesen. Ja, und jetzt habe ich zum Schluss noch die Ehre, unseren wundervollen Namen zu erklären. Poplar ist das englische Wort für Pappel und da unser Projekt ja so wie Tinder nur halt ganz anders ist, haben wir uns überlegt, ja, Tinder bedeutet ja Zunder, Zunder brennt gut, was brennt denn schlecht? Und da das Holz der Pappel sehr schlecht brennbar ist, haben wir uns dafür entschieden, die andere Variante wäre nasses Holz gewesen und das klang irgendwie nicht so gut. Sehr schöne Idee und toller Name. Vielen Dank an das Team Poplar und viel Spaß beim Kennenlernen.